Ja, Leute, moin. Es ist Montagabend, 15. April. Und es ist jetzt so 8 Uhr. Nee, noch nicht ganz, ist egal. Auf jeden Fall haben wir heute Gülle gefahren. Mist gestreut habe ich. Heute Morgen war alles noch gut, da war es noch trocken. Und dann hat es den ganzen Nachmittag geregnet. Ne? Hier steht halt überall wieder Wasser. Und Samstag war es noch über 20 Grad und jetzt sind wir bei 4 Grad. Ey, Alter, das ist doch nicht normal, oder? Schön im Wasser. Naja, übler Temperatursturz, viel Wasser. Jetzt geht hier gerade auch gar nichts mehr. Güllefahren haben wir abgebrochen gerade. Zu nass. Ich stehe hier vor unserer Scheibenecke. Weil letzte Woche habe ich da noch eine Optimierung vorgenommen. Und zwar habe ich hier in der hinteren Reihe die äußerste Scheibe ausgetauscht gegen eine Scheibe, die man, also die ist ein bisschen kleiner und auch glatt, die ist nicht gezahnt. Und die kann man da unten im Winkel verstellen. Und auch in der Höhe anpassen. Die habe ich von meinem Chef Thomas bekommen. Und somit ist das dann möglich, den Wurfwinkel und Intensität anzupassen. Und auch durch die Höhe halt, dass man keine Dammbildung hat und schönere Anschlüsse. Ansonsten haben wir da jetzt schon einige Hektar mit bearbeitet und ja, schönes Gerät. Das mit den Randscheiben, was ich gebastelt habe, das funktioniert auch sehr gut. Ja, nur dass sie in eine Richtung immer Haufen gemacht hat, hat mich noch gestört und so habe ich einmal ausprobiert, ist das hundertprozentig. Ansonsten, ja, hier steht alles, Samstag haben wir noch auf unser einziges Stück Grünland, wo wir einigermaßen fahren konnten, ein bisschen Kunstdünger gestreut, angedüngt. Mit dem kleinen Johnny mit Zwillingen ging das, aber war auch, das sah danach auch aus wie, ja, dreckig halt, ne? Ja. Ja, was wollte ich jetzt? Das hier ist sozusagen die Einleitung für jetzt ein bisschen Mischmasch-Vlog. Ihr seht gleich, wie ich das Rohr von der Quellenland Optima anpasse. Also vom Fronttank zur Säschiene für einen 6215R. Dann seht ihr meinen Bruder, der für den Maisleger einen Teil repariert. Und dann seht ihr noch Getreide nachsäen. Und dann treffen wir uns wieder hier, glaube ich. Dann seht ihr noch eben so ein Abschlusswort, weil da drin bin ich auch noch ein bisschen an der Gange gewesen. Ja, so ist der Plan. Also habt Spaß beim Zugucken. Getreide nachsehen wird was Besonderes, müsst ihr dranbleiben und gucken. ja, ansonsten steht hier, denke ich, 2-3 Tage alles wieder und dann wird sich wohl wieder was Neues ergeben zum Filmen. Rein, ihr guckt euch das an. Mischstreuen ist fertig. Maisleger ist Thomas Bayer am Nachgucken. Striegel muss ich noch mal was reparieren, wenn Teile da sind. Fronttank steht da. Und da hinten liegt der Rahmen, den ich mal gebaut hat. Ja, jetzt soll das anliesen. Und als erste Amtshandlung bin ich heute Morgen schon mal angefangen, muss diese dumme Warntafel da weg. Die ist völlig im Weg. Und da müssen wir uns da wieder rantasten, wie es muss. So. Tag später. Ich habe ziemlich die Grundkonstruktion fertig. Diesmal habe ich ein bisschen modularer gebaut. Ein Teil für hinten dran, ein Teil für an die Seite dran und dann ein Bügel mit dem Rohr. Ich schraube das mal wieder grob zusammen und dann können wir uns das mal anschauen. Das ist teilweise noch geblieben von dem alten Rahmen, alles was rot ist,
Aber wir gucken uns das gleich mal zusammen an. Dann stellen wir auch den Trecker zusammen mit dem Fronthang und der Drillmaschine und dann mal gucken, ob es dann gut ist oder ob es noch weiter angepasst werden muss. So, also das ist jetzt wieder hier angeflanscht am Bock. Geht hoch, schräg dahin, schräg nach vorne. Ist hier ein bisschen stabilisiert und hier auch. So, vorne habe ich, genau wie beim 610R, hier dreimal am Rahmen geschraubt. Ja, dreimal am Rahmen geschraubt und hat die Kamera aufgegeben. Auf jeden Fall kann ich dann da dieses Rohr drauf stecken, mit einer Schraube sichern. Also das Rohr passt über das dicke, was an dem Halter sitzt, und dann habe ich das verlängert. Dann habe ich hier ein U-Eisen und hinten ein U-Eisen, das ist dann eine Flucht. Das passt genau um dieses Vierkantrohr, was ich vom alten Rahmen übernommen habe. Und bei jedem U-Eisen ist halt so eine M16 Schraube, damit knebel ich die dann fest. Das hier wiegt quasi nichts, da kann das Kunststoffrohr mit Ruhe noch mit dran. Und so kann man dann den Rahmen ganz alleine modular da anbauen. Ja, ich schraube das hier noch eben mit dran. Ich stelle euch mal eben dahin. Müsste ja irgendwie gehen. So. Jetzt haue ich euch wahrscheinlich gleich runter. So. Ich weiß noch nicht, wie lang das muss nach vorne bei diesem Trecker. Darum habe ich hier erstmal abgeschnitten vom alten Rahmen. Eventuell noch ein bisschen länger. Mal gucken. Auf jeden Fall kann man das jetzt viel einfacher anbauen. Das andere war ja ein Teil. Das musste man ziemlich, ja, mit zwei Mana und einem Stapler am besten so ganz um den Schlepper drum zu wegheben. Das war zu der Zeit, vor 2 Jahren, habe ich das schnell gebaut. Im Sinne von, ja, das musste da ja laufen. Das Video könnte man ja noch eben begucken, dass, als ich die Schnecke am Fronthang gebaut habe. So. Muss man zwar ein bisschen schrauben. Jetzt zieht man die fest, vorne noch. Und dann hat man es. Diese Warntafel kann auch sitzen bleiben, die habe ich umgebaut, dass sie nach vorne klappt. Das kann ich gleich auch wieder zusammenschrauben. Also es ist schon ganz in Ordnung geworden. Wenn es dann alles so klappt. Aber das sehen wir gleich, wenn ich den Fronttank und den Maisleger anbaue. Da muss bestimmt noch hier und da was geändert werden, aber das kriegen wir dann auch noch hin. Das Wetter spielt nämlich für uns, also Kackwetter. Richtig Kackwetter, es regnet schon wieder. Aber was willst du machen? Kannst nichts dran ändern. Ja, ich fahre mal vor, grob. Dann gucken wir mal. Schon interessant, wie anders so ein Trecker innerhalb von, was sind das, 8-9 Jahren werden kann. Vorher war das ja an dem John Deere, der Rahmen. Und der ist echt anders. Man meint das gar nicht. Das sind 210R, der andere ist 215R. Aber ja. Hier ist zum Beispiel noch das Ding dran, wo er saß, so sieht das andere auch aus. Und das bleibt auch dran, weil ich möchte da eigentlich noch einen Rahmen basteln mit einem Gitter, das die Scheibe schützt, wenn der Trecker vor der Astsäge fährt. Aber ist doch ganz, ganz schön anders. Naja. So, ihr seht, es regnet. Es gibt unerhörte Frechheiten auf dieser Welt, ne? Das ist frech. Also da hat doch tatsächlich der Chef oder die Chefin den wichtigsten Trecker des Betriebes mit irgendwelchen Heuballen fürs Pferd zugestellt. SpongeBob fährt auch mit. Oh, Mann. Das muss ich da jetzt mal wegstapeln. Falls einer festsitzt, der Sicherheitstrecker, der muss doch frei sein. So geht's ja noch nicht. Was mache ich eigentlich hier hinten? Das ist ganz einfach. Ich will hier wasch die Bitzen bei diesem Trecker. Und zwar müsste der, wenn ich mich nicht alles täuscht, jo. Aha, da hat er's. Der hat hier einen Rücklauf.
Und die Leitung hat der andere auch. Aber keine Kupplung. Das ist zwar keine Kupplung, die wir unbedingt brauchen können, aber vielleicht kann ich da was vom basteln. Zumindest muss ich mir angucken, was da für Verschraubungen drin sitzen und so. Und die Mulcher sollen eh ab. Ja, das klaue ich doch glatt hier. Auch dieser sowieso nicht. Ja. So, habe ich hier den Einschrauber geklaut. Den braucht er, kann man dann ja umschrauben, wenn er das wirklich bräuchte. Habe ich hier den Einschrauber genommen und den umgebaut auf unsere. Einzige ist jetzt hier das Zugmaul. Man kann Bolzen von unten reinstecken und versplinten und fertig. Brauchen wir aber nie. Niemals nie. Wenn wir rausziehen, dann tun wir mal eine Kette hier drum zu oder ein Seil. Ja, das geht. So, und dann komme ich nämlich hin. Rücklauf vom Fronttankgebläse, Vorlauf vom Fronttank und Spornradhoden runter. Jeweils einfach wirkend. Muss ich nur die ganze... Nee, gar nicht, das geht gar nicht. Muss noch ein Steuergerät mehr vorne haben. Kurva. Weil das Gebläse ja die ganze Zeit läuft. Und dann würde ich es mal ausstellen. Mit Spornradhoden runter. Ja, das ist schon mal doof. Naja, kriegen wir einen Reim drauf. Ich habe ja einen Schlauch dran lang sowieso. Muss ich nur eben umbauen. Ist kein Problem, geht. Folgende Sache habe ich vor. Das ist der Unterteil von dem Zyklon, wo der Schlauch dann ankommt. Und hier sitzt ja der Zyklon drauf, das ist sozusagen die Abschussrampe. So, der Plan, ich habe den hier schon abgeschnitten. So saß der. Und der Plan sieht vor, den so zu verdrehen, damit der Schlauch nicht so viel Biegung machen muss. So. Nur ist das tricky. Ich möchte den Rest nicht verändern. Ich möchte den nachher so wieder hier draufschrauben können. Mit anderen Löchern hier, das ist klar. Die passen dann nicht. Aber wenn ich den jetzt einfach so auf seiner Stelle verdrehe, dann wird das sich verändern. Der wird nach links wandern, der Trichter. Versteht ihr, wie ich meine? So, ich setze den nochmal so drauf, wie er war. So. La 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 la. So war er. So gehört er drauf. So, jetzt mache ich mal was Unkonventionelles. Zeige ich euch gleich. So, es ist nämlich so. Ich habe hier jetzt einfach mal so einen Zeiger angeheftet. Den kann ich ja gleich wieder abmachen. Der jetzt in die Mitte von dem Rohr guckt. Und jetzt werde ich den Trichter einfach mal nur drehen. So. Jetzt guck, was oben passiert ist. Er ist jetzt außermittig. Versteht ihr, was ich meine? Gerade und mittig auf die Neigung, die wir möchten. Ja, außermittig. Jetzt habt ihr es kapiert. Denke ich. Jetzt muss ich den unten also wieder rum verschieben. Akku ist gleich leer. Scheiße. Und nun passt es wieder, ne? Dafür habe ich mir hier so einen Zeiger gebaut. Und ihr müsst jetzt gleich erstmal aufladen. Jo. Also der Gedanke war ja toll, dass er da auf das Rohr zuzeigt, aber wenn ihr jetzt so guckt, passt das nicht mehr mit dem Scheiß einklappen. Der muss so stehen. Das hat keinen Zweck. Muss ich wieder rückbauen. Tolle Idee, aber scheiße. Wäre so schön gewesen, ne? Von dem Rohr hier schräg dran. Aber jetzt legen wir es hier im Bogen. Mann. Alles für die Katz. Na egal. So, damit sind wir hier wieder in der Werkhalle. Christian ist gerade im Stall, deswegen habe ich hier meine Ruhe. Wir haben hier einen Spezialauftrag. Das ist ein Düngeschar von einer Maislegemaschine. Also hier ist der Schlauch, wo Dünger reinkommt, fällt dann hier raus. Und hier unten sind die beiden Scheiben montiert. Also das steht hier so natürlich dann im Betrieb. Und die beiden Scheiben zeigen beide so zur Mitte hin. Und die sind hier auf diesem Ansatz festgeschraubt, auf jeder Seite. Das sind so aufgeschweißte Teile, die stehen ein bisschen schräg. Also die sind hier so gekippt. Die sind auf jeden Fall so gekippt,
dass die Scheiben vorne sich halt treffen. Und weil die auf jeder Seite angeschraubt sind, hat diese Seite ein Rechtsgewinde und die andere Seite hat Linksgewinde. Und da ist halt die Sache, da ist wahrscheinlich jemand beim Demontieren reingegangen und hat Schlagschraube draufgesetzt, Linkslauf und die Schraube abgedreht. Aber die Schraube ist nicht abgedreht, sondern hier innen das Gewinde ist komplett im Arsch. Und dann sollte ich mal sehen, ob ich das reparieren kann. Und ich habe mir was ausgedacht, was wahrscheinlich funktioniert. Ist ein bisschen tricky, werde ich gleich mal zeigen, aber es geht. Dafür habe ich mir extra einen M12x1,5 Linksgewindebohrer bestellt. Der war gar nicht so teuer, sonst hätte ich das halt auch nicht gemacht. Aber ja, wir werden das jetzt probieren. Ich baue das Ganze in der Fräsmaschine auf. Und zwar so, dass diese Bohrung senkrecht nach oben schaut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da haben wir wieder mitteltief in die Trickkiste gegriffen. Also was wir hier sehen ist der Fräsmaschinenschraubstock. Da drin eingespannt ist dieser andere Schraubstock. Der hat hier seine beiden Backen und da liegt das Teil drin. So, jetzt habe ich das so ausgerichtet, dass diese Fläche hier halt genau parallel zum Tisch der Fräsmaschine ist. Dadurch hängt halt der Rest von dem Ding hier irgendwie windschief rum. Aber das ist uns für den Fall egal. So, was wir jetzt machen, um das zu reparieren, ist erstmal die Position finden von dem Loch. Also das kann ich gleich einmal, dass die Spindel von der Fräsmaschine hier genau mittig oben drüber steht. Das kriegen wir hin. Das können wir dann speichern. Dann machen wir hier den, bohren wir das Gewinde ein bisschen größer aus, machen dann eine richtig dicke Phase dran und dann gehe ich rüber und schweiß das voll. Also dann machen wir das Loch komplett weg, alles voll mit Schweißdraht. Hier oben genug stehen lassen, dass wir dieses Teil, diesen Absatz da auch gleich noch rausholen können. Und dann möchte ich das nach dem Schweißen, weil es abgekühlt ist, wieder genau so einbauen, wie es jetzt steht. Müssen wir gleich nochmal genau markieren, dass das alles passt. Und dann können wir hier mit dem gespeicherten Nullpunkt das Loch neu bohren und neues Gewinde reinschneiden. Und dann eben auch diese Fläche hier nacharbeiten und den Durchmesser da drauf setzen. Das heißt, wir müssen gleich einmal genau alles durchmessen, damit wir nichts vergessen, weil wenn das geschweißt ist und bearbeitet, finden wir da alle nichts von wieder. Ich meine, man kann auf der anderen Seite messen, aber trotzdem. So. So, jetzt habe ich die Fräsmaschinenspindel über dem Loch zentriert. Das macht man dann mit so einem Messtaster. Der ist jetzt an der Spindel befestigt, das heißt, wenn ich an der Spindel drehe, dreht er sich mit. Und jetzt schauen wir mal bei einer kompletten Umdrehung. Also der fühlt da den Außenrand von diesem Absatz an, weil innen die Bohrung ist natürlich vermatscht, da können wir nichts dran machen. Genau. So, jetzt schauen wir mal bei der ganzen Umdrehung. Wir gucken nicht auf die Zahl, die da steht, sondern wir wollen sehen, wie viel Fehler wir da drin haben. So, einmal so. Jetzt sind wir hier ungefähr bei 12, 13. Immer noch. Dann gehen wir hinten rum. Weiter drehen. So, immer noch 12, 13. So. Hier sind wir ein bisschen hoch. Kann man noch nichts da machen. Wahrscheinlich ist das Ding unrund oder irgendwas anderes. So. Das heißt, wir sind, so gut es geht, mit der Spindel in dieser Richtung über der Bohrung und auch in dieser Richtung. Das heißt, wir können auf der Digitalanzeige X0 machen und Y0 machen. Wenn ich diese Werte jetzt nicht verändere und wir das Teil genau wieder so einspannen wie gerade eben, also wie es jetzt eingespannt ist, müsste der Bohrer, wenn ich den hier einspanne, genau in der Mitte durchlaufen. So, das machen wir jetzt auch mal. So, jetzt bin ich dabei. Ich habe die Maße von dem Zapfen hier genommen. Jetzt muss ich noch die Höhe hier eintragen. Habe ich einmal von hier zum Schraubstock gemessen, was ja am Ende wieder gleich sein sollte. Und ich setze auch mit dem Fräser hier gleich den Nullpunkt. Dann könnten wir, wenn das gleich nach dem Schweißen wieder eingespannt ist, mit dem Fräser bis auf Null runterfahren und alles wegfräsen. Und dann sollte es die gleiche Höhe haben. So, und man darf sich hier auch nicht abschrecken lassen. Also so viel Luft reicht auf jeden Fall. Wir kommen nicht näher ran. Und
Genau, jetzt kratze ich hier ganz sachte den Punkt an, also einmal die Fräsmaschinenspinde an, ganz entspannt. Und jetzt fahren wir den Tisch ganz langsam hoch, bis wir hier Kontakt kriegen. So, das hat er dann berührt. Jetzt mache ich auch noch bei Z0. Und dann können wir gleich wieder auf das gleiche Maß kurbeln mit dem gleichen Fräser. Und dann sollten wir auf der gleichen Höhe rauskommen. So habe ich das jetzt vollgeschweißt. Also einfach wirklich das Loch, was man gerade gesehen hat, schön heiß von unten nach oben vollgeschweißt und hier oben genug draufgelegt, dass ich da diesen Absatz auf jeden Fall rauskriege. Das ist bestimmt viel mehr Schweißmaterial als nötig ist. Aber ich kann da hinten auf der Fräsmaschine nur wegnehmen. Und wenn es dann zu wenig war, ist halt sehr ärgerlich. So, und jetzt packe ich das Ganze in so eine Fiberglasdecke ein, damit das schön langsam abkühlt. Aber wenn das hier zu schnell abkühlt, kann das harte Stellen geben. Und wenn ich da gleich mit dem Bohrer durch muss und sowas, ist einfach schöner, wenn das gleichmäßig und ohne viel Spannung ist. Hier haben wir gestern Gülle gefahren, ist aber noch nicht fertig. Und hier haben wir ja nachgesät mal im Block mit 36,50, aber ist schon wieder abgesoffen, ne? Das ist des Teufels. Naja. Wie dem auch sei, das Kommando Nachsaat, das legt hier jetzt los. Das ist mein Kumpel Arne mit seinem Eicher Tiger. Mit Kultivator. Da gucken wir jetzt erstmal hier, was abgeht. Also da hinten habe ich nachgezählt, das ist gut. Ja, hier halt nicht. Er macht halt so mit den Rau und dann säen wir da rein. Oh, reicht. Das macht seine Maschine. Mit wenig Aufwand. Ja, wir hatten mehr Aufwand, das zu rüsten, aber ist egal. So, die Sämaschine, die wir hinter dem GT haben, die gehört auch ihm. Das ist eine Hassia. 2,50 Meter. Wir haben das jetzt einfach mal grob eingestellt. Soll ja wohl laufen. Ey, Kumpel, liegst noch fast. Interessant ist das Einstellen hier. Es geht wie bei Lemken. Ich habe die Fläche jetzt geguckt, ich stelle noch mal ein bisschen runter. So. Man verstellt halt die Säbradbreite. Und ansonsten, ja, 2,50 Meter Schleppscharmaschine. GT mit Doppelreifen. Spurenreise hat er sogar. Könnte man sogar jetzt testen. Ach, brauchen wir nicht. Hauptsache, was ist was drin. Ja, Doppelreifen für den GT haben wir. 2 Zylinder, 30, 28 PS hat er. Da reicht uns doch, da können wir doch reinsehen. Hier ist er sowieso das letzte Mal. Wer nochmal absäuft, dann bleibt das so. Er muss ganz schön knucken mit 28 PS, dass er das vorankriegt. Aber hier auch, das ist sowas von hart und nass wieder. Luftgekühlt 2 Zylinder. Da kommt Leistung. Und luftgekühlt 3 Zylinder. So.
Bug angekippt, da kann man den Spurenreißer sehen. Den kann man hier so tauschen. Ziemlich cool. Bei der Fahrt runterlassen natürlich. Und ab geht's. Ist hier natürlich nur ein kurzes Vergnügen, weil wir hier am Nachsehen sind. Aber es geht. Als ich klein war, hat mein Papa sogar so noch gesät und mein Opa mit dem Trecker. Aber wir hatten Amazone. Ich habe gerade schon mit Arne beratschlagt, da muss ein 2,50 Meter Zwischenachsgrubber ran. Und dann kann man da den 1. So schlecht ist das gar nicht. Hier ist das auch versoffen. Wir haben auch ein bisschen Saatgut. Dann machen wir das gleich eben mit fertig. Ja. Und dann haben wir unser Tagesziel auch erreicht. Und man fährt ja mit so einem kleinen Trecker kaum was kaputt. Da wo Arne mit dem kleinen Eicher lang fährt, das überhaupt, oder auch mit dem, wenn da Doppelreifen dran sind. Nur vorne ist er jetzt leicht. Aber ich glaube, ich baue da wirklich so einen kleinen Zwischenachsgrubber für. Reicht ja so. Und dann guckt euch das an mit den Doppelreifen. Das passt genau mit der Sämaschine. Klingt schon gut, ne? Aber ich habe auch mal versucht, so da rein zu säen, das geht gar nicht. Also man muss schon so einen Kultivator irgendwie davor haben. Oh, Scout. So, hier noch einmal mehr und dann haben wir es. Dann säen wir das noch auf und gut ist. So, da noch ein bisschen. Er hat da Spaß dran gefunden. Das Schöne ist, er macht das wohl rau, aber die Wintergerste, wo er durchfährt, die bleibt sogar noch stehen. Weil das so, ja, halt nicht mischend, ist nur lockernd. Ja, das will ich, ihr wisst, was ich sagen will. So, ich hab noch ein bisschen. Müsste auch reichen. Zweiten Gang und los. Ich habe heute Morgen mit dem 7710 Sommergerste gesät. Dass das hier doch was anderes. Aber erfüllt seinen Zweck genauso gut, wenn man ehrlich ist. Naja.
So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierhin. Das war übel lustig mit den kleinen Treckern. Das hat mega Spaß gemacht und das ist auch noch gar nicht mal so schlecht geworden. Ich habe ein bisschen Angst, ich bin da jetzt nach Arbeit extra nicht lang gefahren, dass da wieder Wasser steht. Ja, das wäre halt Kacke. Aber da wird auch nichts mehr dran gemacht dann. Das bleibt so. So. Er hat zurzeit das Privileg, als einziger hier in der Halle zu stehen. Beide Seiten Läufer. Nicht normal. Und das kommt davon, ich habe hier Samstagabend noch was geschweißt für die Zwillingsräder, diese Mitnehmerklötze. War ich das noch anlackiert? So, da hat sich immer so auf die Decke gelaufen. So ein Sheet. Das wollte ich ja nicht. So, auf jeden Fall habe ich hier wieder diese Klötze reingeschweißt. Der ist noch ein bisschen dreckig vom Gülleinarbeiten. Aber jedes Mal waschen, na, da muss er jetzt mal durch. Wir müssen noch etwa 15 Hektar Maisland Gülle drauf fahren. Die muss ja noch bearbeiten. Oder wir machen es halt mit dem Kleinen, aber ist auch nicht besser. Und dann ist er damit fertig, dann wieder mal richtig gewaschen. Ja, die Mitnehmer da eingeschweißt. Die Doppelräder passen dann nämlich 1:1 dran. Hatten wir ja in dem letzten Video auch gemessen. Und ja, ist insgesamt dann 6 cm breiter, aber das haut noch gut hin. Also Maisland fertig machen können wir schön mit Zwillinge hier noch zusätzlich zu den neuen 600er pushen. Das freut mich auch. Gut, was mache ich noch? Und zwar bin ich hier noch so ein bisschen wieder im Basteln. Das hatten wir ja, glaube ich, schon mal angeteasert. Frank Gruber. Ja, nichts Besonderes. Habe ich hier zwei so Räder mit einer Lochleiste vor. Zum Tiefe abstecken nachher. Vorne eine Reihe Federzinken, hinten eine Reihe starre Zinken. Also die sind wirklich komplett starr. Macht hier jetzt nichts, wir haben ja keine Steine, aber in anderen Gegenden wäre es nicht so ideal. Und jetzt geht es halt noch darum, da Schare dran zu basteln. Das sind hier so 30 cm breite Flügelschare. Habe ich immer so einen Block. Und jetzt will ich den Zinken so bearbeiten, dass ich das dann, den Block dann so drunter schweiße und dann 6 von diesen Flügelscharen hinten habe. Das ganze Gerät hat dann eine Arbeitsbreite von 2,85 Meter oder 2,90 Meter und ist dann handlich leicht. Ja, und nochmal gucken, den stelle ich erstmal weg. Ich glaube, den können wir selber vielleicht noch ab und zu brauchen. So, mal gucken. Erstmal fertig machen. So. So nützt ja einem auch nichts und dann kann man den eben wegsetzen. Nimmt nicht viel Platz weg, kann man vielleicht nochmal brauchen. Ja, viel mehr ist ja auch nicht passiert. Das Teil für den Maisleger ist fertig geworden. Irgendwie habe ich gerade beim letzten Schneiden schon gesehen, hat er nicht alles gefilmt. Warum auch immer. Auf jeden Fall, das ist fertig geworden. Ja, das steht alles, passt. Bei dem Monosam-Maisleger, den 4-Reiher zu Hause, muss ich nochmal bei den Rest fertig machen. Weil ich letztes Jahr noch nicht gemacht habe. So ein paar Schläuche anpassen und so, und dann ist das gut. Ja, soweit sind wir mit der Technik vorbereiten, aber ja, da ist noch lange nicht in Sicht, dass irgendwo Mais gelegt wird oder so. Naja. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim Video. Und ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt sind die Fanfreunde ja auch mal wieder auf ihre Kosten gekommen, ne? Mit dem GT. Ja. Fan ist hier halt nicht so viel. Wir können auch mal wieder 7-11er fahren in der Firma. Nee, kriegen wir alles hin. Wer Fan sehen will, den empfehle ich ja immer Schnacki, ne? Jo, Leute. Ich schneide gleich noch einen Vlog. Ne, gleich kommt eben Markus hier vorbei, dem will ich noch was geben. Der braucht irgendwie eine Schraube oder so. Und dann schneide ich den Vlog für euch.
Jetzt, genau jetzt sind 5 Minuten allein dieser Clip. Das sollte doch reichen. Macht's gut. Ich bürste Amelie noch eben andere Seite sauber. Bis zum nächsten Mal.